Ein mit Stroh beladener Lastwagen brannte am Freitagnachmittag in unmittelbarer Nähe der Autobahnanschlussstelle Meinerzhagen auf der L539. Um kurz nach 14 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Nachdem zunächst zwei Löschzüge alarmiert und an den Einsatzort beordert wurden, mussten kurze Zeit später auch Einsatzkräfte aus Fallbad nachalarmiert werden, um den enormen Wasserbedarf für die Löscharbeiten sicherzustellen. Insgesamt waren rund 50 Mann im Einsatz. Als die Einsatzkräfte an der Landstraße in Höhe des Bauhofes eintrafen, brannte der Lastwagen bereits in voller Ausdehnung. Zunächst hatte es geheißen, dass der LKW unter der Brücke stehe und brenne. Doch der Fahrer Werner Sonnenschein aus Sprockhövel hatte geistesgegenwärtig gehandelt und den Wagen trotz bereits brennender Fahrerkabine hinter die Brücke gefahren. Ich stand oben vor der roten Ampel, da fing dann zu qualmen, habe ich Motortemperatur, alles nachgeguckt, war alles in Ordnung. Ja, da sagt mein Kumpel nur noch runter von der Bahn und rund um die Ecke unter der Autobahnbrücke weg. Ja, und dann bin ich ausgestiegen, da kam mir das Feuer von oben schon entgegen. Er erlitt leichte Brandverletzungen und war während der gesamten Bergung anwesend. Auch seinen vierbeinigen Beifahrer konnte er retten. Mit Hilfe eines Radladers wurde das brennende und glühende Stroh vom LKW geholt und anschließend abgelöscht. Die Löscharbeiten wurden unter Atemschutz durchgeführt. Auch die Drehleiter kam zum Einsatz. Von erhöhter Position aus wurde so der Löschangriff vorgenommen. Hier, wir befinden uns auf der L539 zwischen Meinerzhagen und Fallbad. Der Hänger eines strohbeladenen LKW hat Feuer gefangen. Momentan brennt das Stroh auf dem Anhänger. Die Feuerwehr löscht momentan diesen Brand. Die 539 ist momentan gesperrt. Der Verkehr auf der A45, weil wir befinden uns hier unmittelbar unterhalb der A45, da läuft momentan der Verkehr. Die Autobahnabfahrt aus Richtung Frankfurt kommend hier in Meinerzhagen ist momentan gesperrt. Hier kann man nicht runterfahren. Oben steht die Autobahnpolizei. Sollte der Wind drehen, sodass der Rauch über die Autobahn kommt, würden wir anschließend den Verkehr auf der Autobahn auch sperren. Um 14 Uhr wurde die Feuerwehr Meinerzhagen nach Alarmant- und Ausrückordnung zu einem LKW-Brand gemeldet auf der Oststraße. Nach Rückfrage bei der Leitstelle wurde dann festgestellt, dass die Einsatzstelle unmittelbar im Bereich einer Autobahnbrücke ist. Daraufhin wurde sofort eine weitere Gruppe dazu alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte brannte der LKW beladen mit Strohballen in voller Ausdehnung, also Zugmaschine und Anhänger in voller Ausdehnung. Es wurde sofort umfangreich mit Löschwasser abgelöscht. Natürlich ist mit Stroh nur mit Wasser nichts löschen. Wir haben jetzt ein Netzmittel beigefügt und sukzessive wird jetzt mit dem Radlader die Ladung abgeladen, auf der Straße verteilt und dort abgelöscht. Die Einsatzdauer wird sich sicherlich noch 3 Stunden hinziehen, bis wir die letzten Glutnester abgelöscht haben bzw. die Straße wieder so weit befahrbar ist, dass wir hier klar Schiff haben. Die L539 war am Freitag bis in die Abendstunden voll gesperrt.